Hallo, Mephisto. Hallo, Varuna. Hallo, Leute. Hallo, Minecraft. Hallo, Minecraft, genau. Ich wollte jetzt nur noch auf dich warten. Ja, willkommen zur nächsten Folge. Folge 18 bei mir, glaube ich. Ja, bei mir ist es erst die dritte Folge. Zu Sky Factory. Ja, und wie letztes Mal angekündigt, werde ich mich heute um die Monsterfalle kümmern. Habe hier schon ein bisschen angefangen. Wir haben ein bisschen Rohstoffe gefarmt, weil die Monsterfalle braucht ein bisschen viel. Ich brauche einen Haufen Birkenholz. Vielleicht kannst du davon dann auch nachher noch ein paar anpflanzen. Ah, immer wieder brauchst du Holz. Furchtbar. Gut, aber solange du dich mit dem Bau einer Monsterfalle beschäftigst, gehe ich mal mit unserem Achievement-Buch hin und gucke, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Waffe hatten wir gemacht. Lehm müssen wir machen, indem wir Staub in ein Wasserfass einfüllen. Ich glaube, das hatte ich jetzt leider außerhalb der Folge gemacht. Aber das ist ja jetzt nichts Großartiges. Man geht einfach zu so einem Fass, wenn es geregnet hat und Wasser drin ist. Oder man schöpft sich aus einer unendlichen Wasserquelle da hinten. Standardspiel wie immer. Einfach drei in einer Reihe oder 2x2 fällt Wasser und macht ein Fass. Und dann macht man Staub rein. Mach mal unten die Fackel weg. Das hat das Wasser von alleine gemacht. Ja, den Block in der Mitte wegmachen. Immer wenn man was am Erzählen ist. Und dann sagen wir mal noch, auf welcher Höhe du jetzt stehst. Ich stehe auf 65. Ich stehe auf 90, glaube ich. So, ja. Jedenfalls haben wir damit dann Lehm hergestellt. Dann gibt es einen Lehmblock, den zerklopft man. Es kommen wieder 4 Lehm raus und das macht man zweimal. Dann hatten wir 8 Lehm und 8 Knochenmehl und aus Lehm und Knochenmehl kann man Porzellanlehm machen. Und während Varuna die ganze Zeit Ich falle runter spielt, wo hast du denn unseren Tisch hingemacht? Fremdmann hast du gerade. Ah, oh, er steht so offensichtlich rum, dass ich ihn übersehen habe. Dann kann aus dem Porzellan endlich ein Unfired Crucible herstellen. Ich hoffe, dass ich das einfach nur im Ofen brennen muss. Ja, klappt wunderbar. Und damit kann ich uns dann ein hoffentlich normales Crucible herstellen. Tada, wunderbar. Das ist nämlich die nächste Aufgabe in dem Buch. Baue und koche ein Crucible. Haben wir erledigt. So, ich muss das Crucible mit der Fackel anheizen und Steine reinmachen, um Lava herzustellen. Okay, interessant. Tja. Machen wir denn das? Einfach hier im Eckchen. Nein. Nein. Das hat wieder mit deiner Bauweise zu tun, okay. Mach das mal. Nee, ich meine dich. Mach das mal irgendwo abgelegen. Weil ich weiß nicht, ob der Crucible vielleicht die Plattform in Brand setzt. Ach ja, da hat jemand Angst. Und dann machen wir das halt abgelegen. Den müsstest du eh schon ewig zubauen und vergisst es immer. Das mit der Sonne, die da unten rumfliegt, finde ich lustig, sieht gut aus. Rüttler. Ich sollte die Fackeln mitnehmen, sonst spawnen da oben vielleicht gleich Monster. Nee, das hat nicht geklappt. Ich krieg mir den so wieder. Ich glaube, ich mach lieber noch eine Spitzhacke. Warte mal, ich hab noch eine. Du hast eine? Gut, wirf mal runter. Andere Seite. Halt auf der anderen Seite, sehr schön. Aus Stein, hoffentlich reicht die. Ja, wenn nicht, habe ich noch eine aus Holz. Brauchen wir noch was? Das will nicht. Was willst du machen? So, keine Ahnung, ob das funktioniert so rum. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber so stelle ich mir halt das Ding mit einer Fackel beheizen vor. Das ist ja interessant. Hier ist eine Spitzhacke. Ja, toll. Hat wahrscheinlich noch 10.
Als ob sie vorher in viel besserem Zustand war. Ich habe einen Block abgebaut. Irgendwie sind unsere Cobblestones weggegangen. Hast du da welche benutzt? Nein. Cobblestone Slabs. Eigentlich eine gute Idee. Ich mache die. So, Fackel. Hast du noch? Erde hier einfach weg. Charcoal gemacht. Ja. Hast du dafür noch? Hab ich dabei. Na, nicht viele. Danke. So. Ja. Geht einfach mit ein paar Cobblestone Slabs rüber, wenn irgendwas brennt. Die brennen nicht und wir haben keinen durchgängigen Übergang. So. Und haben wir trotzdem keinen Stein mehr. Erde haben wir wahrscheinlich auch kaum. Haben wir noch Wood Pulp oder sowas? Hast du mal Bäume kaputt gehackt? Zwei Erde sind noch drin. Erde ist noch da, sehr gut. Hatte ich gerade noch einen Stein da? Da, ein einziger Stein. Gucken wir doch mal, wie das funktioniert. So. Okay. Ah, ach je. Anscheinend brauche ich 4 Cobblestone für eine Lava. Dann nehmen wir uns mal die Erde und sieben ein bisschen. Ja, bei mir gibt es gerade wenig zu trocken hier. Ja, deswegen erzähle ich halt ein bisschen. Ja, weil bauen ist wie immer hochkonzentriert. Wobei es jetzt eigentlich noch relativ uninteressant ist. Ja, ist eine ganz, also es wird eine ganz normale Skyblock-Monsterfalle, ja, die ihr kennt. Oben mit ein bisschen Wasser, dass die Monster zusammengetrieben werden und in der Mitte fallen sie runter. Ich lasse mal ein paar Monster hier rein, weil die haben coole Texturen. Die Baroness. Ja. Verfang. Und da haben wir tatsächlich Deadpool. Der auch Freshman heißt, aber es ist eindeutig eine Deadpool-Textur. Kommt noch einer. Noch zwei. Ist cool ich von hier oben. Langweiliger Zombie. Au! Schau mal, Zombie hier. Man sieht hier schon recht cool, wie es alles aussieht. Ich will nur was essen. Vielleicht sind leider keine dabei. Ich hätte gerne mehr Knochenmehl. Schade. So, eine lustige Monsterfalle funktioniert, wäre es ganz praktisch, wenn wir dann das Zeug haben. Du hast aber einen Crucible. Ja, aber nur ein Viertel Eimer. Ach so. Plop. Gut, dann 1, 2, 3. Ja, passt. Mit 4 Steinen insgesamt sollten wir dann einen Eimer Lava bekommen. Schmelzgeschwindigkeit beträgt 1. Nein, und die Fackel ist runtergefallen. Okay, aber eine zweite Fackel hat nichts gebracht. Egal, das dauert jetzt einfach. Schmelzgeschwindigkeit 1 bewusst. Heize einen Crucible mit einer Fackel und mach Stone oder Cobblestone rein, um Lava zu machen. Gut. Baue einen Cobblestone-Generator. Das klingt doch mal gut, wenn wir endlich genug Cobblestone hätten. Ja, dann brauchst du aber auch noch genug Lava. Ich habe keine Ahnung, wie der Cobblestone-Generator geht. Ich weiß es. Ich habe schon genügend kaputt gemacht, sodass ich weiß, wie es geht. Ich komme gleich runter. Meint das Ding damit tatsächlich eine Maschine oder einfach nur dieses Wasser, Vanilla. Lava? Genau. Ach, aber warte. Wir müssen dann auf einer Steinplattform bauen, ne? Ist mir schon klar, dass ich die Lava denn nicht einfach auf ein Stück Holz eimern sollte. Hätte das sein können. Das heißt aber, wir brauchen viel mehr Stein. Das heißt, wir brauchen viel mehr Erde und das heißt, wir brauchen viel mehr Holz. Oh, da hinten läuft König. Okay. Mit Bienennetzkopf. Ah, ja. Und er heißt gigantische Waffel. Passt. Ach, verdammt. Ah, ich bin raus. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Leute, die hier geholfen haben und deswegen verewigt werden. Dem ihre Monster als Texturen hier umhergeistern. Als Mobs. Meinst du? Ja, indem ihre Skins hier für Mobs benutzt werden. Waffel könnte Sturmwaffel sein.
Er hieß Giant Waffel. Ja. Ich gehe davon aus, dass die Namen schon 1:1 übernommen wurden. Meinst du? Ich glaube nicht. Nein, Mann, ich will da hoch. So, ich mache uns ein bisschen Woodpulp, aus dem ich uns dann Erde mache. Aber wenn wir endlich mal einen Cobblestone-Generator hätten, könnten wir ja schon mal sehr viele sehr nervige Zwischenschritte überspringen. Ja, dann ist zumindest Cobblestone kreieren ein bisschen einfacher. Ja, ich muss nicht erst Erde aus Rotz herstellen, die ich dann liebe. Wird schon kommen, dass der meiste Cobblestone irgendwie kaputt geht, aber ist ja egal, es gibt ja unendlich. Bin zu dick, ich passe nicht hier hoch. So, jetzt. Zu viel Schokolade gegessen. Gibt es hier überhaupt Schokolade? Weiß nicht. Wir haben ja Pam drauf, da gibt es ja viel Schamas, aber ob es Schokolade gibt. Gibt's. Machen wir einfach noch ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch dazu und dann haben wir Schokolade, mehr oder weniger. So, das hätten wir schon mal. Die Höhe des Turms. Jetzt müssen wir den noch irgendwie schön bauen. Nein, falsch. Da ist ein Holz runtergefallen. It happens. So, ich pflanze noch mal ein paar Bäume nach, die ich noch nicht habe. Ach nein, schon wieder falsch. Der Hunde baut falsche Sachen. Ja, das sind die Zuschauer von mir geworden. Deswegen bin ich ja jetzt da, um die richtigen Sachen zu bauen. Bis hier mal richtig vorwärts geht. So. Wie sieht denn das von unten aus? Groß. Verdammt groß. Meinst du, die Fläche da oben reicht schon? Da muss doch viel größer sein, wo Mobs spawnen können, oder nicht? Ist ja noch nicht fertig. Da kommt jetzt noch der eigentliche, die Kuppel von dem Turm kommt noch hier oben noch drauf. Ich habe mich mit so einem Turm nicht mehr beschäftigt seit Vanilla, also ja. So, jetzt kurz warten, bis das Wasser abgeflossen ist. Der dominiert dann doch schon irgendwie das Aussehen. Und dann geht's gleich weiter mit der Plattform. So, das sollten genug Setzlinge sein. Die Sachen, die von oben runterfallen und dann doch nicht runterfallen. Deshalb wollte ich den Turm auch so in der Mitte setzen, weil der eben so riesig wird. Können wieder dumme Bäume wachsen? Hey, sind keine dummen Bäume. Da. Okay, sie sind schlau wie Holz. Das wäre schon zutreffender. Warte mal, ich nehme noch ein Wasser mit hoch. Kann ich mir dann nämlich eine unendliche Quelle dann machen. Und ein bisschen Spruß. Oh, sehr schön. Jede Menge. Pulp. Und ich habe kein Oakwood mehr. Kein Birkenholz mehr. Dann müssen wir eben mit Oakwood arbeiten. Wir sind ja flexibel. So. Getreu dem Motto, gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Ja, das Problem ist, die Folge ist schon wieder vorbei. Was? Du willst mich verarschen? Nein. Man kommt hier zu gar nichts. 20 Minuten sind einfach viel zu kurz. Ja, 14. Gleich haben wir 15. Wir sind doppelt so viele Leute, da wird die Folge halt doppelt so lang. Nein, da müsste halb so kurz lang werden. Deiner Logik nach. Kommt drauf an, wie du es siehst. Es sind doppelt so viele Leute, jeder will sein Zeug sagen, also wird sie doppelt so lang. Man könnte natürlich sagen, da wir doppelt so viel arbeiten, könnte sie deswegen halb so kurz, genau. Halb so lang sein und deswegen auch reichen. Aber wie gesagt, je nachdem, wie du argumentierst. Ich argumentiere, dass er einfach bei 15 Minuten ungefähr bleibt. Verdammt.
So, oh gut. Ich brauche hier noch ein bisschen, brauche ich noch. Wie lange fließt Wasser? Wie viele Blöcke? Zur Seite, glaube ich, bis zu 8 oder sowas. 8 oder 7, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Test doch einfach irgendwo auf dem Boden, muss nichts ausmachen. Hier unten schwimmen ein paar Fackeln weg, fertig. Ja, ich bin ja. Oh, Leute, Wasserfrage, habe ich vergessen, was ich wollte. Ach, den Dreck 7. Oh, die Karte sagt, es sind schon wieder 2 Bäume gewachsen. Die Karte hat recht. Ich habe hier einen exponierten Ausblick. Sieb. Bin ich froh, wenn wir irgendwann mal genug Schamas haben für ein Autosieb. Ja, können wir den Autodings da noch nicht machen? Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. So viel habe ich jetzt auch noch nicht zu sieben, dass es das, glaube ich, wirklich lohnen würde. Autonomus. Autonom. Ah, da ist er doch. 2 Tin Gears. Heißt 8. 9 gammige Cobblestone. 2 Redstone, 1 Gold. Eigentlich hätten wir dafür schon genug. Ein Pisten. Ja, wir haben genug Lava für einen Arm. Lava-Eimer. 3, 4, 5, 6, 7. So, wir gehen hier jetzt mal 7 raus. Nicht schön, aber schön scheußlich. Was? Was ich hier für einen komischen Lava-Generator baue. Sollte es zumindest irgendwie reichen. Ich mache mal noch ein paar dumme Zäune. Kein Bock, dass einer noch runterfällt und irgendwas mit in den Tod reißt. Oder hat irgendjemand ganz schön bei dem Oakwood zugeschlagen? Was? Eben war das mal mehr. Was? Kann gar nicht sein. Nein! Oh! Ich habe uns 64 Knöpfe hergestellt. Das kommt davon, wenn man zu schnell klickt. Ja, ja. Ist halt üblich. Ist bestimmt jedem schon mal passiert. Ja, ich wollte sie irgendwie untereinander ziehen, die Planken, hab das irgendwie komplett verbohlt und jetzt haben wir halt 64 Knöpfe. Achtung, da kommt ein Spuk. Ah, doch nicht geflogen. Okay, also wir haben keinen Knopfmangel mehr für lange Zeit. Ist doch gut. Falls wir überhaupt jemals noch Knöpfe bauen. Falls wir überhaupt jemals welche brauchen. Ja, ja. Apropos, man könnte. So. Oh, was muss ich jetzt machen? 5 breit. 2, 4, 5. Viertler, mehr oder weniger. Gut, dass der Eimer wenigstens nicht schmilzt, wenn man ihn benutzt. Hier rein, hörst da rein. Das hier. Ah! Bevor die Folge jetzt irgendwie aus ist, ich habe vorhin einen Rare Looting Bag gefunden. Den wollte ich noch aufmachen. Guck mal, was wir Rares gefunden haben. Ja, guck mal rein. 4 Conductive Iron, okay, für Ender IO. Werde benötigt. Oh! Oh, guck dir das an. Ich sehe es nicht. Du bist zu weit oben und du machst zu viel Schatten hier unten. Ich habe eine Rüstung. Was? Ich hab eine Rüstung. Was für eine Rüstung? Eisenrüstung, aber immerhin. Ein Brustpanzer oder was? Ja. Du Cheater. Minecraft Iron Chestplate, jo. Die Sonne geht gut. Unter.
Die Sonne geht unter, ich suche den Eimer, der nicht da ist. Lass mich raten, den hast du da oben? Ja, da ist noch Wasser drin. Perfekt, brauche ich. Komm mal Richtung... Darf ich mir einfach in der Mitte runter? Na, hier. Jetzt überlege ich, müsste denn echt ein Wassereimer fallen, der aus der Höhe runtergeschmissen wird? Der ist genau auf... Der bleibt genau auf der Kante liegen. Mann, ich will nicht runterfallen. Ah, jetzt kommt er. Den hast du aber weit geworfen. Wie gesagt, der ist immer auf der Kante liegen geblieben. Und dann hat Varuna einfach Anlauf genommen und ihn weit durch die Gegend gepfeffert. Hab ihm einen Dropkick gegeben. Mein Fuß ist zwar jetzt geschwollen, aber was soll's. Das Wasser kurz. Nee, ich muss glaube ich den Block in der Mitte nachher hin oder weg machen. Ach Mann. Wie mache ich das am besten? Was machst du denn? Ich glaube, da missbrauche ich einfach einen zusätzlichen Stein für. Ich habe nur überlegt, wie ich Wasser und Lamm am besten trenne. Am besten mit einem Block. Warte. Du weißt, wie es geht. Sonst hast du die Lava, machst du die Lava kaputt, gell? Sonst hast du gleich endlich einen Obsidianblock. Ich habe auch mal Vanilla gespielt. Ich weiß, wie man da Cobblestone hergestellt hat. Echt? Voll krass, Alter. Aber ich brauche trotzdem noch eine Pickaxe. Und ich stelle mir natürlich eine eigene her. Wer hat noch nicht? Wer flint noch mal oder so ähnlich? Wir leuchten hier mal noch aus. Dann setzen wir den Spruce da außenrum noch. So ein bisschen Design. Sieht hoffentlich dann von unten ganz interessant aus. Ach, sogar der braucht so ein blödes Tool-Binding-Rod-Gedöns. Meine Piep-Presse. Wo hast du den komischen Stein hingemacht? Ah, da ist er. In die Kiste. Wir haben auch kein Binding-Rod. Hm. Wir brauchen so viele Teile. Für eine Pickaxe. Ja, überhaupt. So. Falsch rum einsortiert mit Stonebound. Egal. Ist schon mal aus Flint. So, und jetzt stelle ich mich einfach hier hin und hacke den Stein kaputt. Ja, und ich bin hier oben fertig. Ich bin... Nein! Nicht wahr, oder? Doch! Vor allem, ich sag dir noch. Ja, guck, die Lava hätte es auch eins wegmachen müssen. Und das Wasser fließt nicht nach unten. Immer diese Noobs. Wir haben einen Obsidianblock, der geht so schnell nicht mehr kaputt. Es hat wunderbar funktioniert. Ich dachte, die treffen sich in der Mitte und vor beide hätte das Holz hier. Das Holz hier hätte Feuer gefangen. Wieso und der Zaun Feuer? Auch. Wovon denn? Die Lava hat doch hier gestanden, perfekt. Ja, nein, eben. Der kann auch diagonal Feuer fangen. Die Lava war jetzt die ganze Zeit da drin. Ja, gut, ich hab's verkackt. Egal, für die nächste Folge machen wir das besser. Jo, und wir haben schon mal Obsidian hergestellt. Das werden wir früher oder später auch brauchen. Somit hat es McQuisto geschafft, für den Fail des Tages zu landen. Den Fail der Folge. Den führen wir ab sofort auch ein. Fail der Folge. Das sieht doch ganz cool aus, oder? Du hast schon wieder einen kaputten Hals. Bisschen düster, da oben noch so eine Fackel irgendwo oben wäre ganz nett. Ja, wenn ich hätte, würde ich da irgendwo Glowstone rein platzieren. Oh, da sind jede Menge Creeps. Nein. Pui aus. Was pui aus? Ja, Folgenende. Ja und? Die kann ich auch so kaputt hauen. Na, lass bloß auf. Ich hatte schon zugemacht. Ich hab's gehört. Oh, du Sau, hast wieder ein Looting Bag gekriegt. Yep. Ah, das hab ich abgestaubt. Da, egal, ich hau dich einfach kaputt, dann krieg ich's. Mein Schwert ist besser und ich hab eine Rüstung. Ah, toll. Eine Kartoffel und Gunpowder. Ja, ich hab auch noch kommen. Oh, 4 Raw Rubber. 4 ungekochte Fisch und ein Eichensetzling. So. Jetzt hör auf, die Monster zu schlagen. Wir wollen auch leben.
Ich will doch da hinten das dumme Skelett hauen. Ich will Knochenmehl. Oh, gleich zwei Skelettbogenschützen. Das wird hässlich. Jetzt hat er kaum hat er einen Brustpanzer, dann meint er, er kann hier die Welt beherrschen. Ja. Tada! Ja, und jetzt kommen noch Unbescheide zurück. Hopp, hopp. Creeper getötet, Zombie-Gehirne abgestaubt, Spinnen getötet, Fäden gefunden. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, wo kommst du denn her? Gerade war nichts da, die spawnen ja neben einem. Oh, schon wieder ein Creeper. Aha. Gunpowder, Spinnenaugen, Spinnennetze. Jetzt komm! Wir sind ja bei 25 Minuten. Sag ich auch, doppelt so viele Spieler, doppelt so viele Minuten. Passt. So, okay. Ich esse noch was, dann bin ich fertig. Ja, ich brauche mal ein Nasi. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Tschüss, Leute. Tschüss, Marona.